Ihr kennt das doch auch. Man ist mit Kumpels zu Hause und es wird FIFA oder ein anderes Spiel gezockt. Ungern ist man dann die Person, die nur zuguckt. Das Beste ist doch, den Controller in der Hand zu haben und Einfluss auf das Spielgeschehen zu haben. Wenn es euch so ähnlich geht, dann ist das Controlling genau euer Ding. Angelehnt ist das Wort Controlling an das englische to control. Und das heißt steuern. Okay, klar. Wenn ihr nicht vor der 5. Klasse die Schule abgebrochen habt, solltet ihr das wissen. Jetzt aber zu dem interessanten Teil. Wie das Wort schon sagt, geht es ums Steuern. Genauer um die Steuerung der Unternehmensprozesse. Das Controlling unterstützt damit das Management eines Unternehmens. Und wie macht es das? Mit der Planung, Koordination und Kontrolle aller wichtigen Prozesse. Das Controlling gibt dann Informationen und notwendige Instrumente an das Management. Dieses kann damit Unternehmensprozesse anpassen und somit die Rentabilität des Unternehmens steigern. Wichtig: Controller sind keine Kontrolleure, sie steuern Unternehmensprozesse, auch wenn dafür bestehende Abläufe kontrolliert bzw. analysiert werden müssen. Dabei unterscheidet man beim Controlling zwischen strategisch und operativ. Operatives Controlling ist kurz- bis mittelfristig ausgerichtet. Es geht vor allem um quantifizierbare, also in Zahlen messbare Größen und Faktoren, die dann als Grundlage für den Steuerungsprozess dienen. Bei der Bier AG werden zum Beispiel die Erlöse der unterschiedlichen Biersorten genau analysiert und die Produktion anschließend so gesteuert, dass der Gewinn maximiert wird. Wenn die Bier AG abwägt, welche Chancen und Risiken es für die Markteinführung neuer Diätbiere gibt, dann befinden wir uns im strategischen Controlling. Hier geht es um die langfristige Unternehmensplanung. Dafür werden qualitative Aspekte wie Erfolgspotenzial, Chancen und Risiken in den Planungsprozess mit einbezogen. Was auch sehr wichtig ist für jedes Unternehmen, ist der Break-Even-Point. Wenn ihr wissen wollt, warum, dann klickt auf den Link. Aber nicht vergessen, erst Like und Abo dalassen. Damit bis zum nächsten Video, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.